Einen wunderschönen guten Tag. Ich begrüße euch bzw. Sie ganz herzlich zu meinem Erklärvideo. Damit steigen wir auch gleich in das Thema ein. In diesem Video geht es um die Überlagerung harmonischer Schwingungen. Wichtig ist dabei, dass die Schwingungen harmonisch sind. Das bedeutet, dass die Funktionsgleichung der Auslenkung y von t sinusförmig ist, also Amplitude mal Sinus Omega mal t plus Phi. Oder anders ausgedrückt, ich kann die Schwingung durch einen Zeiger beschreiben, ein Zeiger, der gegen den Uhrzeigersinn im Raum rotiert. Und der Winkel wird dann insgesamt durch den Term Omega mal t plus Phi beschrieben, wobei Phi der Startwinkel ist zum Zeitpunkt t gleich 0. Was man auch grundsätzlich wissen sollte, ist, dass bei der Schwingungsüberlagerung das Superpositionsprinzip gilt. Das bedeutet, dass die Auslenkung insgesamt zu jedem Zeitpunkt gleich der Auslenkung 1 plus der Auslenkung 2 ist. Oder wenn es noch mehr Schwingungen sind, dann natürlich entsprechend eine größere Summe gebildet werden muss. Das will ich ausnutzen, indem ich mir mal die Graphen der überlagerten Schwingungen anschaue. Und dazu gehe ich mal in das Programm GeoGebra rüber. So, denn diese Software ist so freundlich, mir automatisch Funktionsgraphen von eingegebenen Funktionen darzustellen. Das heißt, ich definiere jetzt meine erste Schwingung. F von x ist gleich Amplitude 1 mal Sinus und Winkelgeschwindigkeit 1 mal Zeit, Laufvariable ist hier x, plus Phasenverschiebung 1. GeoGebra macht automatisch Schieberegler für alle Parameter, die ich eingegeben habe. Ich justiere noch ein bisschen den Bereich nach. Die Amplitude soll gehen von 0 bis maximal 2. Das kann man hier machen. 0 bis maximal 2. Schrittweite ist vielleicht 0,05. Die Winkelgeschwindigkeit können wir machen auch von 0 bis 2. Und die Phasenlage von 0 bis 2 mal Pi, 2 mal Pi, das sind ungefähr 6,3. In der Funktionsgraph ist sofort da und ich kann jetzt hier an den Parametern rütteln und GeoGebra passt den Graphen gleich den Eingaben an. Ich schiebe einfach mal jetzt die Phase auf 0, sodass die Schwingung genau bei 0, 0 losgeht. Ich definiere eine zweite Funktion, genau auf die gleiche Art und Weise. Nennen wir sie mal g von x, gehen wir im Alphabet weiter. A2 mal Sinus Omega 2 mal x plus phi 2 und habe entsprechend genau doppelt so viele Schieberegler. Ich passe auch hier nochmal kurz die Parameter an und schiebe die Phasenlage von der zweiten Schwingung auch erstmal auf 0. Dann definiere ich noch eine Gesamtschwingung, nenne die einfach mal s für Summe von x, ist zu jedem Zeitpunkt, also zu jeder Stelle x, f von x plus g von x. Superpositionsprinzip. Jetzt passe ich mir noch ein bisschen die Farben an, meine beiden Einzelschwingungen. Die erste sei blau, die zweite sei grün und die Summe sei rot. Noch ist das alles nicht so spannend, sind beides die gleichen Sinusfunktionen und herauskommt eine Sinusfunktion, die schlicht und ergreifend die doppelte Amplitude hat. Ich verschiebe das Ganze mal ein bisschen so. Dann ändere ich doch mal meine erste Funktion, mache sie ein bisschen schneller als die andere, das heißt, ich erhöhe die Winkelgeschwindigkeit. Und jetzt sieht man schon, dass für die Summenfunktion was ganz Interessantes herauskommt, nämlich eine Funktion, die nicht mehr harmonisch ist. Die eiert hier so hoch, runter, ein bisschen runter, ganz runter. Ich schiebe mal die Zeitachse ein bisschen zusammen. Das ist was ganz Eigentümliches. Ja, kann ein bisschen hier noch mehr spielen mit den Winkelgeschwindigkeiten. Da passieren ganz komische Dinge. Einfacher ist das Leben aber, wenn beide Einzelschwingungen die gleiche Periodendauer haben, beziehungsweise die gleiche Frequenz, beziehungsweise die gleiche Winkelgeschwindigkeit. Alle Größen hängen ja nur über Zahlenwerte miteinander zusammen. Das heißt, ich lasse die Winkelgeschwindigkeit 1 jetzt auch wieder auf 1 stehen. Winkelgeschwindigkeit 1 bei 1, Winkelgeschwindigkeit 2 auch bei 1. Phasenlage 1 lasse ich bei 0 und Phasenlage 2 verschiebe ich jetzt mal ein bisschen und wir beobachten, was die Gesamtschwingung macht. Ja, man sieht es schon sofort, die Gesamtschwingung ist wieder eine harmonische Schwingung und ebenfalls mit der gleichen Periodendauer bzw. Frequenz bzw. Winkelgeschwindigkeit. Die Phasenlage scheint genau in der Mitte dazwischen zu liegen. Das gilt aber nur, wenn die Amplituden der Einzelschwingungen gleich sind. Ich ändere mal die Amplitude der zweiten, mache sie mal ein ganzes Stück größer, gehe ich mal auf 1,5. Und jetzt sieht man schön, dass die Phasenlage der Gesamtschwingung irgendwo dazwischen ist, aber wo genau, kann man hier auf diese Weise auch nicht sagen. Aber die wichtige Erkenntnis aus dieser Spielerei ist schon mal, die Gesamtschwingung ist ebenfalls eine harmonische Schwingung
mit der gleichen Winkelgeschwindigkeit bzw. Periodendauer bzw. Frequenz. Nur zur Amplitude und zur Phasenlage müssen wir uns noch ein bisschen weitere Gedanken machen. Ich habe dazu schon vor einer ganzen Reihe von Jahren eine Animation erstellt, damals noch mit dem Programm Euclid Dynageo, also im Prinzip so eine Art Vorgängerprogramm von GeoGebra, mit dem man dynamische Geometriekonstruktionen machen kann. Könnte ich jetzt vielleicht nochmal mit GeoGebra neu machen, habe ich aber noch nicht die Zeit für gefunden, also zeige ich das Ganze nochmal mit Euclid. Der Unterschied zwischen den beiden Phasen, kann man auch Phasenverschiebung nennen oder Phasendifferenz, habe ich hier auf 0,1 gestellt, ist darunter nochmal geschrieben, Phi gleich 0 hat das Programm damals aus irgendwelchen Gründen nicht akzeptiert, deswegen bin ich ganz dicht dran mit 0,1, habe hier wieder meine beiden Einzelschwingungen in blau und in grün und die Gesamtschwingung in rot und lasse die jetzt einfach mal schwingen. Jetzt ändere ich die Phasenverschiebung. Der Winkel ist jetzt hier im Gradmaß gegeben, deswegen gehen wir mal auf vielleicht 45 Grad Phasenverschiebung und wir sehen, wie die beiden Schwingungen sich überlagern. Auch hier ergibt sich eine harmonische Schwingung und was wir gerade in GeoGebra mit einer Zeitachse gesehen haben, sehen wir jetzt als echte Schwingung in Abhängigkeit der Zeit. Dann lasse ich jetzt mal die beiden Schwingungen fast gegenläufig laufen, stelle mal die Phasendifferenz auf 170 Grad, 180 Grad wäre genau gegenläufig und lasse es wieder laufen und wir sehen, es entsteht tatsächlich immer noch eine Gesamtschwingung, die allerdings nur mittlerweile eine sehr kleine Amplitude hat. Stellen wir es mal auf fast 180 Grad, dann sehen wir, dass der Schwinger für die Gesamtschwingung Pause hat, die beiden Schwingungen heben sich gegenseitig auf. Es bleibt immer noch die Frage, wie können wir jetzt die Amplitude und die Phasenlage der Gesamtschwingung bestimmen. Eine Möglichkeit wäre, komplizierte trigonometrische Gleichungen und Umformungen durchzuführen. Eine andere Möglichkeit geben uns die Zeigerdiagramme. Ich stelle mal die Zeigerdiagramme der beiden einzelnen Oszillatoren mit dar. Und an dieser Konstruktion kann man auch schon gleich sehen, wie man den Zeiger der Gesamtschwingung bestimmen kann. Es ist eine Vektoraddition. Sprich ein Vektorparallelogramm. Ich könnte entweder den einen Zeiger an den anderen anhängen oder ich baue ein Parallelogramm daraus. Ich habe hier eine Phasendifferenz von 45 Grad gemacht und wenn ich jetzt mal die Animation laufen lasse, dann sehen wir, wie die Gesamtschwingung sich aus den beiden Einzelschwingungen zusammensetzt. Auch sehen wir sehr schön, dass die Phasendifferenz konstant bleibt. Das heißt, es sind immer 45 Grad zwischen den beiden Zeigern, obwohl diese im Raum rotieren. Stelle ich mal eine Phasendifferenz von 90 Grad ein, dann haben wir diese Situation. Um das Ganze noch ein bisschen deutlicher zu machen, ziehe ich noch ein paar Hilfslinien ein, denn so kann man erkennen, dass die Y-Koordinate der Zeiger der Auslegung der einzelnen Schwingungen entspricht. Gehen wir mal auf fast gegenphasige Schwingungen, das heißt die Phasendifferenz, sagen wir jetzt 170 Grad, und man sieht sehr schön, dass immer noch eine harmonische Gesamtschwingung entsteht, der Zeiger aber jetzt doch recht klein geworden ist und auch bleibt. Ja, zu guter Letzt noch genau die gegenläufige Schwingung. Machen wir wieder 179,9 Grad. Er malt noch eine Pfeilspitze, aber eigentlich ist der Gesamtzeiger jetzt 0. Man sieht nur noch die beiden Einzelzeiger rotieren und die Auslenkung sich genau gegenseitig aufheben. Das soll es an dieser Stelle von mir gewesen sein. Damit darf ich mich verabschieden. Tschüss.